Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie viele Bachelorettes hier zugucken jetzt. Oh, warte mal, Süße, ganz kurz, ich muss mal kurz ans Mischpult, ob das richtig eingestellt ist. Für nachher, ich habe wieder eine Produktion, also ich bin sehr erfolgreich. Es kommen sehr, sehr viele Leute ins Studio. Auch DSDS-Sternchens waren schon hier. Auch von X-Factor hatte ich Sterne. Leider verglühen sie dann meistens schnell. Das ist natürlich schade, aber du wirst nicht so schnell bei mir verglühen und deswegen suche ich dich. Deswegen, ja, weil es jetzt noch ist gerade Mittagszeit und deswegen esse ich jetzt nochmal Mancherie und so könnte ich dich auch nennen, Mancherie. Voulez-vous coucher an? Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell jetzt, weil wir brauchen ja erstmal unser Date und wir müssen uns kennenlernen. Wir können zusammen Musik machen im Studio. Wir können zusammen ausgehen, wir können zusammen Cocktails trinken. Und jetzt werde ich erstmal den Mancherie verspeisen. Ne? Der mit der Piemont-Kirsche. Ist ein bisschen viel drin. Also, wie gesagt, tja, ich weiß nicht, wie viele Bachelorettes hier zugucken, aber wahrscheinlich bald mehr als bei meinem Konkurrenten. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ganz einfach, so ist das doch. Ja, ich habe mal was Schönes. Ich hatte jetzt Orchesterprobe. Und die war auch sehr lustig. Ich habe mich gestern totgelacht. Nein, das ist jetzt echt. Das ist nicht aufgesetzt. Das war wirklich zum Schießen. Und ich habe sofort die ganze Aufmerksamkeit der ganzen. Und da saßen auch ein paar tolle, geile Schnitten dabei. Also muss ich sagen, da saßen wirklich heiße Wecken. Und na gut, ich bin ja der heiße Weck, aber wie gesagt, saßen wirklich ganz, ganz süße, süße, ja, Mädels. Und naja, und ich musste gar nicht viel machen. Ich wollte gar keine Aufmerksamkeit, aber ich hatte sie sofort. Und ich hoffe, dass ich deine Aufmerksamkeit auch sofort kriege. Ja, ich habe jetzt was hier. Und zwar, damit du nicht denkst, dass die Produktion billiger ist als im TV. Das ist jetzt die Rose für dich. Ich rieche mal dran. Ah, die duftet einfach köstlich. Also die duftet himmlisch. Und das ist deine Rose, wie gesagt, wenn ich dich auswähle. Ich habe ja viele Bewerberinnen jetzt schon, aber du kannst noch hierher kommen und ja, dann mit den anderen, wie gesagt, zusammen tratschen oder zicken oder wie auch immer oder nett unterhalten. Ich unterhalte mich meistens gerne nett. So sieht es nämlich aus. Also selbst wenn eine Runde von 10 Frauen wäre oder Mädels, ich würde mich immer nett unterhalten und eine davon kriegt dann die Rose und das bist du dann. Und du kriegst alles. Du darfst bei mir wohnen. Du darfst jeden Tag hier ins Studio und Musik machen mit mir. Wir joggen zusammen. Wir gehen in die Sauna. Ne? Lässt dein Höschen aus. Und genau. Und ja, nee, ich muss manchmal lachen. Das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, welche Geister mich zum Lachen bringen, aber es ist wirklich schön. Guck mal hier die schöne Rose an hier. Die musst du dir mal richtig angucken. Und guck mal, ich habe extra die Dornen abschneiden lassen, ja. Und ich würde sie dir auch noch vergolden. Ja, wenn wir dann goldene Hochzeit haben, vergolde ich sie denn noch. Okay. Ja, Süße, so ist das Leben. Ich suche und das war heute mal der Rosenkauf. Und demnächst siehst du mehr. Und wenn du dich nicht bewirbst, dann hast du halt Pech gehabt. So einfach ist die Sache.